Hallo meine lieben Fische und Fische-Aszendenten, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Schön, dass ihr dabei seid. Alle Neuen auch. Wunderbar. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid, dass ihr meinen Kanal gefunden habt, zu mir gefunden habt. Das wird dann schon seinen Grund haben, warum das so ist. Ihr seid auf jeden Fall herzlich willkommen in unserer Community, in unserer Gruppe hier. Und ja, ich möchte ganz gerne jetzt mal gucken, was bei euch im September angesprochen werden soll. Denkt bitte dran, es ist eine allgemeine Legung fürs Kollektiv. Zieht euch das raus, was für euch wichtig ist. Schaut bitte euren Aszendenten nochmal an, die neuen unter euch. Wenn euch das gefällt, was ich hier tue, abonniert den Kanal. Ist für euch völlig kostenlos. Ihr werdet, wenn ihr das Glöckchen drückt, auch informiert über neue Videos, die ich hochlade. Ich werde da in der nächsten Zeit, ich habe es vor, ich bin selber momentan dabei, meine spirituellen Fähigkeiten noch weiter auszubauen, zu manifestieren auch, dass sie noch ausgeprägter reinkommen. Ich weiß, dass da bei mir noch mehr ist, was ich natürlich dann auch an euch weiterleiten werde, ganz logisch, um euch auch noch mehr und besser behilflich zu sein. Vielen Dank nochmal hierfür auch für die gebuchten Legungen von euch, für die Inspiration, für die tollen Kommentare. Ja, rundherum an alle nochmal ein Dankeschön. Der Kanal wächst und gedeiht, freut mich natürlich, das heißt für mich ja auch, ich muss ja irgendetwas richtig machen, ne? Auch die Botschaften an euch. Ja, und damit, wie gesagt, wollen wir auch gleich losfahren. Ich habe jetzt losgehen. Ich habe ein paar Karten schon vorgezogen, so wie immer. Den Rest auch von den Engeln, die ziehe ich gleich extra. Ich habe es so als Hintergrund, ihr seht meinen kleinen Engel da aufgebaut. Mit den Flügeln, der zur Sonne fliegt, zum Positiven. Das Bild habe ich selber gemalt. Wenn ich das angucke, bedeutet mir das auch immer noch sehr viel, muss ich wirklich sagen. Also inspiriert mich auch immer. So soll es ja auch sein. Farbe, Musik, Klang. Im Hintergrund hört ihr Wellengeräusche, Beruhigung, Relaxen, zu sich selbst finden. Ich glaube, das ist jetzt auch nochmal wieder ein bisschen die Zeit, dass jetzt nochmal... Ich merke, dass jetzt auch in den Legungen doch sehr viel noch darum geht, das, was man wirklich noch nicht verarbeitet hat, da wirklich nochmal ranzugehen, die eigenen Potenziale zu erkennen und sich nicht beeinflussen zu lassen, sich selber zu erkennen, daran noch zu arbeiten, besser zu werden, anders zu denken, sich der Zeit anzupassen, sich nicht so viel Angst einjagen zu lassen. Ach, das sind so viele Sachen, die auf uns manchmal einstürzen, sage ich jetzt mal so, wo wir natürlich dann auch erstmal, ja, lernen müssen, mit umzugehen, ne? Veränderungen im Leben, das kann alles Mögliche sein, das machen ja nicht nur Fische, sondern auch alle anderen durch. Ja, und da natürlich durch den Dschungel durchzukommen, ist natürlich auch manchmal ein bisschen schwierig. Gut, aber wir wollen jetzt mal für euch anfangen. Was ich für euch vom Universum mitteilen soll, ich lege die Karten mal aus, die ich jetzt hier schon vorgezogen habe. Schauen wir mal, was sich da gefallen ist. Aha, viele Pfade, das heißt, ihr habt hier definitiv Möglichkeiten, da komme ich gleich zu. Dann haben wir hier den Sammler, den habe ich noch gar nicht gehabt. Wir haben hier unerfüllter Geist. Ah ja, das, ich glaube, ich weiß schon, worum es hier geht. Den magischen Kantenwandler haben wir hier. Von den Energien haben wir einen Hauch von Magie. Und hier haben wir von dem Cloudburst-Orakel der Selbstwert. Du bist die Nummer 1. Warum gibst du dich mit weniger zufrieden? Mangeldenken, ne? Merkt ihr das? An sich zweifeln. Auf der einen Seite, ja, wir fangen mal an. Also dieses Bild hier, was sich hier ergibt, das sehe ich schon. Wir kommen mal hier zu den vielen Pfaden. Viele Pfade heißt natürlich, hier könnte auch viele Wege stehen. Könnte natürlich auch alles Mögliche sein. Hier geht es darum, dass dich das Universum unterstützt, dass man zu unbekannten Ufern aufbrechen kann, dass man die Wahl hat, aber man sollte sie wirklich mit dem Herzen treffen. Auch wenn sich hier verschiedene Wege zeigen sollten, sollte man sie mit dem Herzen entscheiden, das, was nämlich einen wirklich wichtig, für einen selber auch wichtig ist. Wir haben hier noch den Sammler. Der Sammler
redet hier von Fülle. Erntedankfest hatten wir jetzt im August, denkt dran. Die Ernte kann eingefahren werden. Wir haben hier Federn, verschiedene Symbole eben auch. Wie ihr seht, sehen wir hier das gleiche Symbol. Die Sonne, der Mond, je nachdem, in Gold. Ne? Ich glaube, dass du den richtigen Weg gewiesen kriegst. Dass du dich von deinem Weg nicht abbringen lassen sollst. Dass du hier die Fülle, die jetzt praktisch da ist, die sich hier auch zeigt. Du darfst hier die Ernte einfahren. Es ist die Zeit des Überflusses, des Erntens. Mangeldenken gehört jetzt hier praktisch nicht rein. Keine negativen Energien in irgendeiner Weise zulassen. Das passt hier auch zu. Erfüllter Geist. Hier geht es ums Gruppendenken, dem du dich aber nicht anschließen sollst. Dieses alles, was die anderen denken, versteht ihr? Hier sind auch verschiedene Symbole drauf. Wir haben hier den Schlüssel, die Rose, den Baum, der spricht von Wachstum, Mauern. Wir haben hier die Zeit, wir haben hier einen Schirm aufgespannt, hier kommt eine Musiknote raus. Also wirklich die verschiedensten Symbole über die Gruppen oder wenn man sich damit beschäftigt, eben auch, das kann ja aus allen Richtungen kommen. Hier geht es auf jeden Fall darum, einen klaren, also sich nicht ablenken zu lassen, einen klaren Kopf zu bewahren, sich nicht beeinflussen zu lassen. Das ist ja witzig, dass das jetzt kommt. Vor allen Dingen, was die Negativität angeht, vermeide Klatsch praktisch oder auch irgendwelche Gruppen, die sich damit befassen. Ne? Klatsch und Tratsch ist zwar auf der einen Seite manchmal ganz nett. Wir Frauen machen das ja sowieso ganz gerne mal, aber davon solltet ihr euch jetzt nicht beeinflussen lassen. Der magische Kantenwandler. Ja, da geht es auch um das göttliche Prinzip. Dadurch, dass diese Karte ja praktisch jetzt zu dir gekommen ist, ja, dann lautet die Botschaft an dich, werde auf die Menschen aufmerksam, die jetzt im September in dein Leben treten, um dich auf deinem Entwicklungsweg voranzubringen. Vielleicht begegnest du auch einer verwandten Seele, Seelenpartner. Ne? Also man hat auf jeden Fall das Gefühl, man kennt sich schon ewig. Ja, dessen Gegenwart dich dazu animiert, dein bestes Selbst zu sein. Hat auch etwas mit Selbstwert zu tun. Ne? Das haben wir ja da hinten noch. Ne? Vielleicht hilfst du auch Menschen oder vielleicht helfen sie dir auch, der dir praktisch aus einer schwierigen Lage jetzt eben auch heraushilft und dich an einen sicheren Ort geleitet oder eben auch zum Erfolg führt. Also achte jetzt nächsten Monat unbedingt auf die Menschen, die deinen Weg kreuzen und die vor allen Dingen, die dich dazu veranlassen, über die Reise deines Lebens nachzudenken. Wo willst du noch hin? Sei wach und bewusst und du wirst in ihnen den Mittler des Wandels erkennen, die sie wirklich sind, die diesen Wandel in dir selber auch herbeiführen. Ein Hauch von Magie, ja. Kommen wir mal zur nächsten Karte. Hier geht es um eine Offenbarung oder auch eine Eingebung zu spüren, dass die sich dir zeigen wird, dass eigentlich alles einen Sinn hat, deine Bestimmung als ein dir verliehenes Geschenk wahrzunehmen, die bewusste Verbindung zur höheren Macht, zum Universum zu pflegen, zu respektieren und darauf zu achten, was zu dir spricht und dich zu plötzlichen Einsichten führt. Und letzten Endes geht es hier um dich und um deinen Selbstwert. Du bist die Nummer eins. Warum gibst du dich mit weniger zufrieden? Warum, ich stelle jetzt mal ein paar Fragen, warum lässt du dich durch andere immer so ins Negative ziehen? Warum lässt du dich da so beeinflussen? Auch wenn du es eigentlich gar nicht willst.
die Ecken und Kanten, die ein Mensch hat, sag ich mal. Ja, die Möglichkeiten, die du hast. Du bist jetzt in der Erntezeit drinne, also nutze diese Zeit auch, die Chancen zu erkennen, die Menschen, die in dein Leben treten, die dir auch da auf deinem Lebensweg weiterhelfen könnten. Also das hört sich hier schon mal sehr, sehr gut an. Das ist schon mal wunderbar. Und wir gucken jetzt noch mal, was die Engel noch zu sagen haben für euch. Und zwar für den September, für die Fische. Bitte, eine Botschaft von den Engeln. Da sind zwei gefallen. Gucken wir mal. Einmal haben wir hier die Nummer 35 und wir haben die 52. Sie sind ein offener Kanal zu höherem universellen Wissen. Fühlen Sie sich der Energie wie die Frische eines Wasserfalls. Ihr Schutzengel wird Sie schützen und zu Ihrer inneren Bestimmung gleiten. Schön. Und die Wege des Lebens teilen sich ständig. Wählen Sie Ihren Weg sorgfältig. Ihr Engel wird Sie stets mit Ihnen gehen. Das haben wir hier. Das ist praktisch jetzt nochmal die Bestätigung. Viele Pfade. Nicht nur das Universum, auch die Engel sind bei euch, zu neuen Ufern einfach aufzubrechen und eine Wahl des Herzens mit eurem Herzen zu treffen. Wunderbar, meine Lieben, wunderbar. So, gehen wir mal in eure, kriege ich das mal so ein ganz bisschen beiseite hier, in eure Legung mit rein. Dazu, ich lege das jetzt mal eben, bevor ich das währenddessen immer alles erkläre. Eine etwas andere Legung wie sonst. So. Was ich euch noch sagen kann, ist, entweder ihr habt jetzt schon ein bestimmtes Thema, wozu ich dann gleich etwas sagen kann, dann denkt bitte intensiv daran, konzentriert euch bitte darauf. Wenn ihr da nichts habt, dann erfahrt ihr auch so, worum es geht, was eintreten könnte etc. So, für die Fische hier bitte einmal das Thema. Da ist schon eine gefallen. Ah, Klarheit zu kriegen. Ja, das ist schon klar. Okay. Was Position 2. Also mal gucken, ob ich hier auch in der, ja, der Kamera hier bin. Sehr schön. Ach, komm hier. Ach, okay. Gut. Ich ziehe nochmal die Zusatzkarten dazu und dann legen wir gleich los, meine Lieben. Deswegen habe ich sie auch offen hier hingelegt. Könnt ihr schon mal auf euch wirken lassen. Das deckt sich, okay. Passt auch. Ja, es ist ja. Was ist hier gefallen? Ja, okay. Sehr schön. Wunderbar. So, gut. Mal eben gucken. Das gehört hier zusammen, das auch. Also, wenn ihr ein Thema gewählt hattet, worum es bei euch geht, was euch jetzt wichtig ist, kann ich euch sagen, dass es hier auch darum geht, als störend oder helfend, was dann zu hinzukommt, ist, dass ihr diesen Vertrag schließen solltet, dass ihr euch aber vorher Klarheit verschaffen solltet. Vertrag, Verbindung etc. wird hier vollendet. Das kommt helfend hinzu.
Ihr solltet euch aber vorher Klarheit verschaffen. Das erstmal so dahingestellt zu der Frage, die ihr jetzt mit reingebracht habt. Wenn ihr hier nichts mit reingebracht habt, weil der Rest ergänzt sich nachher auch dann zu eurer Frage. Ansonsten geht es hier wirklich darum, sich im September Klarheit zu verschaffen über die Projekte, die ihr vorhabt, über die Vorhaben, die ihr vorhabt. Das kann alles Mögliche sein. Es kann gut um, was ich mir hier vorstellen kann, wenn ich mir das hier so angucke, kann es hier um Selbstständigkeit gehen, um Arbeit gehen, neue Arbeit zu finden. Es kann hier um Beziehung gehen, jemanden kennengelernt zu haben, um eine bestehende Ehe etc. Was ihr... Ja, es kann hier auch darum gehen, dass ihr viele Möglichkeiten habt, mehrere Möglichkeiten habt. Vielleicht macht ihr auch gerade irgendwie Pläne. Ich lasse das jetzt mal auf mich wirken hier, was ich hier sehe. Was ihr aus der Vergangenheit mitbringt, beziehungsweise was für euch wichtig ist, ist, dass es geht hier um Stabilität, um das Fundament, um euer Zuhause. Dass ihr selber wisst, dass ihr vielleicht, sag ich mal, euch manchmal ein bisschen dumm angestellt habt in der Vergangenheit. Das bringt ihr mit. Dass ihr vielleicht zu oft nachgegeben habt. Dass es hier um Frieden geht. Vielleicht gab es da Auseinandersetzungen, wenn es hier um eine Beziehung geht. Deswegen hier auch sich Klarheit zu verschaffen, kann durchaus sein. Was noch mit da reinspielt, ist dieses Mangeldenken. Ich habe ja nichts, was habe ich zu geben? Dass man Entbehrungen hatte, dass man beleidigt ist, beleidigt worden ist, dass man sich verteidigen musste, dass man unzufrieden ist mit dieser Beziehung. Jetzt zum Beispiel, wenn wir auf die Beziehung gehen, dass man sich alleine gefühlt hat, dass man dieses Selbstständige, sag ich mal, wieder zurückhaben will, dass man wieder sich, ja, wie soll man sagen, dass man wieder auch sich selbst wahrnehmen möchte, dass man wieder zu sich selbst so rum, dass man wieder zu sich selbst finden möchte, dass man Grenzen gesetzt hat und auch Grenzen setzt bis hierhin und nicht weiter, also einen gesunden Egoismus an den Tag legt. Gleichermaßen kann es auch bedeuten, wenn es hier nicht um eine Beziehung geht, dass man vielleicht was neue Arbeit angeht, Arbeitsverträge, die einem vielleicht auch angeboten wurden, weil vielleicht die Kündigung ausgesprochen wurde oder man hat Befürchtungen, dass es so weit kommt. Ich muss mal eben gucken hier, nicht die, nee, aber das ist noch nicht warm, alles klar. Ich musste nur was, eben was überprüfen, weil die Kerze bei mir... unter so einem Regal steht, damit das nicht zu heiß wird. Aber alles gut. Ja, hier geht es auf jeden Fall um Zufriedenheit. Auf der anderen Seite haben wir hier die Magie, ne? Vielleicht habt ihr euch da ja auch schon mal Rat geholt oder ihr habt selber eine Begabung, eine Fähigkeit. Auf der anderen Seite kann auch sein, dass es eine gute Fähigkeit in euch gibt, sag ich mal, das mit einzubeziehen, da vielleicht nicht beeinflussen zu lassen, was andere sagen. Wir waren ja vorhin, diese Fülle ist im Grunde genommen jetzt da. Was mache ich jetzt da draus? Vielleicht empfindet man die Fülle auch gar nicht als Fülle. Wir haben hier zweimal die Magie, ne? Hier, ein Hauch von Magie, sich auf die eigenen Fähigkeiten zu bedingen. Vielleicht auch mal auf eure Intuition zu hören. Ich muss das ja immer fein interpretieren hier. Das ist immer gar nicht so einfach. Kommen wir jetzt mal dazu, was ihr dazu tun könnt. Ihr könnt natürlich eine Verbindung, eine Bindung eingehen. Das ist auch der Ratschlag. Oder eben auch, um diesen Vertrag zu kämpfen, gerade wenn es vielleicht eine Arbeitsvertragsänderung ist, neuer Arbeitsvertrag, euch da wirklich zu bewerben. Ja zu sagen zu diesem Betrag, weil wir haben hier den Kampf, Konflikt, Unruhe, frostige Stimmung. Es kann sein, ich
muss jetzt echt mal überlegen. Ich bekomme hier so, weil das ist hier der Ratschlag. Ja. Ich habe jetzt den Hinweis bekommen, es bedeutet, ich soll das so übersetzen, ihr sollt nicht darum kämpfen, aber Prioritäten setzen. Euch davon auch nicht abbringen lassen. Zu dem stehen, was ihr wollt. Darum zu kämpfen. Weil es kann sein, dass man sich hier ständig im Kreis dreht, aber es geht hier um den Ratschlag, Verbindungen hier einzugehen, sich eventuell auch Rat zu holen. Das kann auch gut sein. Wenn es hier um Hauskäufe, finanzielle Angelegenheiten geht, definitiv sich hier an etwas gebunden sein. Der Ratschlag ist, sich hier Informationen zu hören, für sich selber etwas festzumachen, sich an etwas zu binden, sich an etwas zu halten, bekomme ich hier noch rein. Vielleicht einen Anwalt auszusuchen, eine Autoritätsperson, damit es hier nicht zu diesem Kampf kommt. Dieser Konflikt, das kann auch der innere Konflikt sein, gegen den, dass man gegen sich selber kämpft. Für etwas zu kämpfen. Gar nicht mal jetzt hier dieses Negative, sondern es geht ja hier um den Ratschlag, dafür zu kämpfen, dahin zu kommen. In diesen Vertrag, in diese Verbindung, in diese Beziehung. Arbeitsvertrag kann das auch sein. Also dafür was etwas zu tun. Und zu sagen, nee, ich lasse mich dadurch nicht abbringen. Ich lasse mich da von anderen auch nicht bequatschen. Das hatten wir ja vorhin hier. Diesen eigenen, hier um den Selbstwert geht das auch, ne? Was seid ihr euch selber wert? Du bist die Nummer eins. Warum gibst du dich mit weniger zufrieden? Das auch für euch selber. Dieses Mangeldenken, ne, hier. Das schleppt ihr noch ein bisschen mit euch rum. Dieses, ich bin alleine hier auf weiter Flur. So fühlt ihr euch auf jeden Fall. Was ich sagen kann, das Ergebnis, hier kommt definitiv Bewegung rein und ihr baut euch hier auch etwas auf. Hier wird was investiert, vielleicht auch eine Selbstständigkeit, kann auch sein. Auf jeden Fall sehr positiv, hier kommt definitiv auch Bewegung rein, vom Ergebnis her. Man nimmt die Zügel in die Hand, man hat den entsprechenden Freiraum, man ist wieder handlungsfähig. Ihr seid hier auch gefragt, das seid ihr, das ist nicht jemand anderes und ihr erschafft hier etwas. Ihr schafft hier etwas Größeres, etwas, was länger Bestand hat. Vielleicht auch eine Selbstständigkeit kann es definitiv sein oder ihr wechselt in eine andere Firma oder ihr kriegt einen entsprechenden Vertrag, einen Arbeitsvertrag, sag ich mal, wo ihr vielleicht auch jetzt schon die ganze Zeit drauf gewartet habt und dann geht das los. Damit hier diese Stabilität, die ihr zu Hause habt, wiederhergestellt wird. Und deswegen haben wir hier vorhin auch dieses, ihr habt hier mehrere Möglichkeiten und ihr sollt euch da nicht bequatschen lassen von anderen, sondern hört auf eure Intuition und auf die eigene innere Magie. Die Wahl mit dem Herzen treffen. Und dann habt ihr da auch Glück? Das ist dann auch die richtige Wahl. Das werdet ihr merken. Diese Selbstzufriedenheit kommt dann auch einfach wieder rein. Also hört da drauf. Und lasst bitte diese Negativität und dieses Mangeldenken weg. Wenn es hier um einen neuen Arbeitsvertrag oder irgendwas geht, das ist jetzt noch diesen Sommer, in dieser Lebensphase, Sommer, Spätsommer. Dass ihr auch wieder euer eigener Chef werdet hier, beziehungsweise ihr fühlt euch so, euch wird die Krone aufgesetzt. Es
Es geht auf jeden Fall positiv auf. Wir haben hier die Sonne. Ich glaube, das kann auch jetzt zum Spätsommer noch kommen. Das kann jetzt durchaus noch wirklich für euch vom Ergebnis her, sag ich mal. Ich glaube nicht, dass es jetzt nächstes Jahr erst ist. Der Sommer ist jetzt und die Sonne steht ja für den Sommer. Wir sehen ja hier Sommer, Herbst. Wir sehen hier auch Sonnenblumen. Ne? Darum, das ist ja die jetzige Zeit im Grunde genommen. Das hier noch. Dass ihr hier eine bestimmte Sache unter Dach und Fach kriegt. Sehr schön. Ich hoffe, das beantwortet dann unter anderem auch eure Frage. Also der Kampf lohnt sich. Das ist der Ratschlag auch. Der Kampf lohnt sich. Hier eine Verbindung, Vertrag oder irgendetwas, Zusammenarbeit mit jemandem, einfach dazuzugehören oder an etwas gebunden sein. Wenn euch jemand einen Heiratsantrag macht, nehmt ihn an. Dann hat sich euer Kampf, das, was ihr wollt, gelohnt. Ne, also ist alles, was damit zu tun hat, positiv. Und dieses andere, sag ich mal, dieses Mangeldenken, was ihr noch habt, oder die Verteidigung, die ihr habt, auch die lohnt sich, sag ich mal, euren Weg wieder zu finden, sich Klarheit zu verschaffen und zu sagen, ja, den eigenen Selbstwert wieder zu erkennen und zu sagen, so, und damit gehe ich jetzt vorwärts. Ich beende jetzt diese Beziehung hier, aber ihr dürft euch dabei selber eben auch nicht vergessen oder verlieren, sondern an das positive Denken. Obwohl ich glaube, in dem Moment, das hat hier nichts damit zu tun, dass hier eine Beziehung beendet wird. Das glaube ich nicht. Es geht hier allgemein ums Mangeldenken einfach. Negativität beeinflusst auch durch andere und da sollt ihr ja von weg. Meine Lieben, ich bedanke mich bei euch. Ja, und wir holen uns bald wieder. Tschüss.